Warum ist der Dialog mit der Öffentlichkeit für die Forschung und insbesondere für die Stammzellforschung so wichtig? Ja, wir beziehen einen Großteil unserer Forschungsförderung aus öffentlichen Mitteln und insofern sind wir natürlich auch in der Bringschuld, den Bürgerinnen und Bürgern und den Schülerinnen und Schülern zu erklären, was wir in den Laboren denn an der Stammzellforschung herausfinden wollen und wie wir damit neue Therapiemöglichkeiten erschaffen wollen oder einfach das Verständnis für Erkrankungen verbessern wollen. Und deswegen suchen wir natürlich auch aktiv die Interaktion mit der Öffentlichkeit, um eben unsere Forschungsergebnisse nicht nur in der Fachwelt zu kommunizieren, sondern direkt mit der Öffentlichkeit rückzukoppeln. Welche Gruppen müsste man in diesen Dialog einbeziehen? Also die drängendsten Fragen haben wahrscheinlich Patientinnen und Patienten, die an einer Erkrankung leiden, die wir hoffen, mit den Möglichkeiten der regenerativen Medizin besser behandeln zu können. Oder auch Krebserkrankungen, wo man hofft, dass man über die Stammzellforschung, über die Zellsteuerung mehr erfährt und eben damit auch Krebserkrankungen besser behandeln kann. Die Leute haben natürlich die drängendsten Fragen. Wenn wir ganz ehrlich sind, können wir natürlich diese ganz konkreten Fälle ganz schlecht beantworten, weil sie natürlich sehr, sehr viele Feinheiten mit reinspielen, was eben das individuelle Patientenschicksal ausmacht. Unsere Hauptadressaten sind wahrscheinlich dann doch eher die Schülerinnen und Schüler, die uns eben auch gerne in den Laboren besuchen oder in den Instituten besuchen, um eben auch schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was könnte man denn studieren, wie sieht denn die Lebenswirklichkeit als Forscher in der und der Fachrichtung genau aus, als Mediziner, als Biochemiker, als Physiker, als Chemiker, die sich eben für solche Fächer interessieren und letztlich immer mehr Leute aus der Erwachsenenforschung, aus Erwachsenenbildung Interessierte, die eben up-to-date sein wollen mit den wissenschaftlichen Entwicklungen, auch in der Zellbiologie und insbesondere in der Stammzellforschung. Und wie kann die GSCN diesen Dialog beistehen und insbesondere durch PR und Patienteninformation unterstützen? Ja, das deutsche Stammzellnetzwerk oder die englische Aussprache GSCN möchte natürlich eine Plattform bieten für die Forscher. Sie kann ja gar nicht viel mehr erreichen, als den Leuten einen Weg der Kommunikation aufzuzeigen, wie wir mit Schülerinnen und Schülern, wie wir mit anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung zusammenarbeiten können, um eben das Interesse, was uns entgegengebracht wird für die Stammzellforschung, dann auch so zurückzuwerfen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür interessieren, auch etwas mitnehmen können und verstehen können. Denn das ist zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig. Unsere molekularen Mechanismen, die wir aufdecken und das neue Verständnis von Zelleigenschaften und Differenzierungsmöglichkeiten so herunterzubrechen, dass wir das in der Öffentlichkeit auch auf breites Verständnis verständlich machen können und eben dann den Interessierten auch die Antworten geben können, die sie interessieren. Vielen Dank.